Ein gepflegtes Äußeres ist ja bekanntermaßen super, super wichtig. Und dank Patch 9.0 und der überarbeiteten Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere seht ihr ab sofort in World of Warcraft besser aus als je zuvor. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe World of Warcraft-Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute mal die Anpassungsoptionen der Druiden anschauen. Jawohl, richtig gehört, denn die haben ja jetzt die Möglichkeit, mit dem neuen Pre-Patch fernab ihrer normalen Gestalt noch die Bärengestalt, die Wassergestalt, ich glaube bei Tauchen und so weiter auch die Fluggestalt, die Kätzchengestalt, alles Mögliche könnt ihr mittlerweile anpassen. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Kurz vorweg, kleiner Disclaimer. Welche Designs ihr zur Verfügung habt, gerade hier für die Bärchenform und für die Katzenform, hängt auch davon ab, zum Beispiel von den Artefaktwaffen, welche ihr da in Legion gesammelt habt oder welche Skins ihr freigeschaltet habt. Denn damit waren ja auch exklusive Designs verbunden. Habt ihr diese Artefaktwaffen oder Skins nicht, habt ihr auch dementsprechend jetzt die Anpassungsoption nicht. So viel vorweg. So, normalerweise kam jetzt immer, wenn wir uns aufs Stühlchen gesetzt haben, hier so ein kleines Fensterchen. Das sieht jetzt mal ganz anders aus. Beim Zandalari-Troll haben wir jetzt nicht die, sag ich mal, Riesenänderung. Immerhin ist das eine Rasse bzw. ein verbündetes Volk, was erst seit einem Addon im Spiel ist. Dementsprechend die Anpassungen bei zum Beispiel untoten Orks und so weiter fallen da doch etwas größer aus. Nichtsdestotrotz erstmal ziemlich cool. Wir haben die Möglichkeit zwischen weiblich und männlich umzuschalten und wir haben die Option jederzeit hier rein und raus zu zoomen und unseren Char zu begutachten. Lediglich die Schulterstücke sind ausgeblendet. Gut, ich entscheide mich in dem Fall für die männliche Form. Jetzt können wir beim Zandalari-Troll zwischen verschiedenen Hautfarben wählen, die sich letzten Endes auf eure Bärform auswirken, sofern ihr nicht hier in diesem Menü erstmal eine komplett andere auswählt. Gut, wir entscheiden uns jetzt mal, wir haben gerade dieses, ja, fast olivgrün würde ich jetzt mal sagen. Ich gehe mal mit dem weißlichen Ton. Und jetzt das Gesicht. Hier haben wir nur 6 Anpassungsoptionen zur Verfügung. Das ist bei anderen Klassen doch deutlich mehr. Ich glaube, da bleibe ich bei der Option, die wir haben. Frisur. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es da neue gibt. Bei den Zandalari-Trollen. Ist jetzt aber auch nichts dabei, was mich so richtig umhaut. Ich glaube, ich werde einfach bei der Tolle bleiben. Da ich sowieso immer... Oder Kamm. Kamm, Tolle. Das ist mehr so der Iro hier. Ne, ich bleibe bei dem, was wir haben. So, Haarfarbe gibt es leider nicht so viele unterschiedliche. Ich nehme jetzt mal einfach, damit es zur Hautfarbe passt, diesen schönen Weißton. Jetzt die Hauer. Da können wir Fangzähne gebogen. Den Style habe ich jetzt hochgebogen. Das gefällt mir nicht so golden. Oh, da gehen wir mit golden. Das finde ich sieht ganz cool aus, gerade mit den Ohrring noch. Und jetzt die Augenfarbe. Entweder ein helles, leuchtendes Blau. Ein dunkleres Blau. Das geht mehr so ins Lila oder zu unserer Haarfarbe. Grün. Schwarz. Das ist, glaube ich, die Farbe von trüben Augen. Also es gibt jetzt auch Augen ohne Iris und so weiter. Zum Beispiel hier könnt ihr jetzt auch auswählen, ein Auge, das intakt ist und eins nicht. Was ich finde, sieht sehr, sehr cool aus. Gerade gibt es den Effekt bei manchen anderen Klassen, auch mit den Farben Rot zum Beispiel. Das sieht echt mega nice aus. Wir bleiben jetzt mal hierbei. Dann haben wir noch die Funktion, Piercings auszuwählen. Ich habe die oben an den Ohren gewählt. Die werden wir jetzt auch mal lassen. Und dann können wir noch Tätowierungen auswählen. Je nachdem, was uns besser gefällt. Ich habe jetzt immer dieses vergoldet genommen, weil ich der Meinung bin, das sieht man teilweise je nach Rüstung unter den Armen manchmal ganz nett. Aber wir können auch mal switchen. Nehmen wir jetzt einfach das. So, und jetzt kommen wir zu dem wirklich interessanten Part. Können wir mal gucken, wie das als Weiblein jetzt aussieht. So. Okay. Jetzt kommen wir zur Bärengestalt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, erstmal, das sind jetzt die klassischen Formen
des Zandalari-Trolls. Vorher war es so, ihr konntet nicht zwischen diesen vier verschiedenen Farben auswählen, sondern es war so, je nachdem, welche Hautfarbe euer Troll hatte, hatte eure Bärengestalt eine andere Farbe. Da konntet ihr euch dann durchprobieren und immer ein bisschen switchen. Wir haben jetzt hier dieses, ja, weißlich-grau, dann, sag ich mal, so ein Grün mit Braun, einen dunklen Anthrazitton und ein Blau zur Verfügung. Soweit, so gut. Allerdings bin ich von dieser Bärchengestalt nicht so überzeugt. Und jetzt kommt das coole Feature ins Spiel. Jetzt haben wir hier die Auswahl über Urzhogs Klauen, das waren die Artefaktwaffen für Bären in Legion, den dazugehörigen Skin auszuwählen. Und hier haben wir so einen Blauton. Wir gehen mal hier in die Ansicht. Ich habe jetzt so einen Blau-Rotton zur Verfügung. Das ist mehr so ein Grau mit Blau. Und hier, das finde ich zum Beispiel sehr cool. Schwarz-Rot sieht ziemlich nice aus. Der sieht auch aus wie der Urzhog-Boss. War doch Urzhog, meine ich, im smaragdgrünen Albtraum. Dann haben wir den Skin Steinpfote, wo unser Rücken aussieht, als wäre er versteinert in den Farben helles Grau, dunkleres Grau. Und das ist so ein, keine Ahnung, beige? I don't know. Die gefallen mir jetzt von der Optik ziemlich cool, von den unterschiedlichen Farben nicht so. Wenn, finde ich den dunkleren Ton am coolsten. Und dann haben wir noch Albtraummantler zur Verfügung. Das finde ich wiederum auch ziemlich, ziemlich nice. Da wir hier noch so einen kleinen Glow-Effekt haben, die Augen leuchten und hinten an der Mähne leuchtet was. Das sieht ziemlich, ziemlich sexy aus. Und vor allem, oh, guckt euch das an. Dieser Rotton, der sieht mega geil aus. Und ja, das wird mein Default-Skin für den Bären. Jetzt Kätzchen. Ihr seht's schon. Ich habe diesen Skin hier ausgewählt, aber gehen wir erstmal durch, was wir grundsätzlich haben. Das sind wieder die Standardformen der Zandalaris. Hellgrau, grün, dunkelgrau, blau. Nicht so spektakulär. Dann Fänge von Ashamane, ist Artefaktwaffe, in so einem grün, blau, rot, whatever. Ja, sieht ganz nett aus. Das finde ich schon cooler. Ein dunkler Farbton gepaart mit Lila. Sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Und dann hier noch so ein hellerer Weiß-Grau. Weiß-Grau. Ja, ihr seht, ich bin. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja selber. Gefällt mir an sich ganz gut, aber weiter geht's. Furor der Natur. Jetzt bekommt unser Kätzchen so eine Optik, als wäre die Haut aus Rinde. Dazu hier noch mit einem schönen Geweih oben in der Mähne drin und das. Die Mähne, hinten der Schwanz, das sieht alles so ein bisschen blätteroptikmäßig aus. Und dazu leuchten hier so ein paar Effekte aus der Rinde raus. Das sieht schon ziemlich cool aus. Das ist jetzt Baumfarben grün, braun. Dann haben wir dasselbe in grün. Sieht auch ziemlich, ziemlich nice aus. Und Furor der Natur orange. Alles in allem ein Skin, der mir ziemlich gut gefällt. Sieht schon nett aus. Und dann haben wir noch Inkarnation des Albtraums. Finde ich jetzt insgesamt am unspektakulärsten. Einmal das Ganze in Lila und in Türkis. Okay. Und ich sehe gerade hier bei den anderen, das war weiß, schwarz, grün. Stehen auch die Farben dran tatsächlich überall. Also, wenn euch so ein farbenblinder Typ wie ich erzählt, was das für Farben sein sollen, guckt einfach im Spiel, da steht die richtige dran. Aber mein Favorite Skin ist Druide der Flamme. Oh, das sieht so fucking nice aus. Den Skin bekommt ihr oder habt ihr bekommen, wenn ihr von Fandral Hirschhaupt aus Feuerlanden diese Flammensichel bekommen habt. Später wurde dann Toy eingeführt, wodurch ihr euch in diese Kätzchenform verwandeln konntet. Ich weiß nur, ich habe keins von diesen Toys oder Items. Ich habe nur die Flammensichel und habe jetzt die Form zur Auswahl. Ich denke, wenn ihr die Sichel habt, müsstet ihr diese Kätzchenform auch haben. Und zum Schluss können wir noch die Wassergestalt auswählen. Da finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich da die Glyphen für brauche, dass ich diese Orca- und Delfingestalt und so nicht zur Auswahl habe, sondern nur diese Standard-Sandalari-Trollgestalt, die mir jetzt nicht so zusagt. Da haben wir einmal hier so einen Weißton, Grün, Schwarz und Türkis. Ich entscheide mich jetzt mal fürs Schwarz. Und dann letzten Endes könnt ihr am Ende ganz einfach, wenn ihr mit allem, was ihr gemacht habt, unzufrieden seid, über rücksetzen. Dann sieht euer Char genauso aus wie am Anfang.
über annehmen, blecht ihr das jetzt und euer Char hat ein neues Outfit oder eine neue Optik, besser gesagt. Natürlich sieht man jetzt dank der Rüstung nicht so viel, aber wenn wir jetzt mal die Formen durchschalten, wir sehen hier unser Albtraumbärchen. Sehr, sehr cool sieht das aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das hat was. Und dann haben wir hier die Katze als Feuerkätzchen. Schade finde ich auch, dass man für die Fluggestalt nicht noch eine andere Form oder Farbe anpassen kann. Das wäre auch noch ganz cool. Auch hier würde ich mir so einen Schwarzton wünschen. Und auch für die Eulengestalt wäre mir eine Anpassung recht gewesen. Ich meine, von der Form finde ich die Sandalari-Trollform ganz okay. Aber farblich, weiß nicht, so ein schwarz-orange wie die Troll-Eule, das wäre schon ganz cool gewesen. Aber sei es drum, das waren die Möglichkeiten, die ich zumindest als Druide zur Verfügung habe. Wenn ihr mehr Artefaktwaffen-Skins gesammelt habt, habt ihr auch mehr Design-Optionen zur Verfügung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsskins sind, mit welchen ihr so rumrennt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es der Fall ist, hinterlasst doch gerne ein Abo. Würde mir sehr helfen und mich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir wieder nur zu sagen, bleibt gesund in der aktuellen Zeit, passt auf euch und eure Lieben auf und habt viel Spaß in Azeroth. Bis zum nächsten Video und reingehauen.